Ich möchte gerne eine berühmte Cheerleaderin werden, weil ich den Sport toll finde. Ich bin Kira, 12 Jahre alt und ich liebe Cheerleading. Ich muss so ziemlich jeden Tag trainieren, denn nur so werde ich perfekt. Am nächsten Wochenende gibt es eine große Show, bei der ich endlich mal zeigen kann, wie gut ich bin. Ich liebe Kalifornien. Ich lebe in Los Angeles, wo es etwa 10 Millionen Menschen gibt. Ich wohne in einem Vorort, der Orange County heißt. Die Leute denken bei Los Angeles meistens an Kinofilme, von denen viele hier in Hollywood gedreht werden. Und sie denken dann an die berühmten Schauspieler aus den Filmen. Meine Trainerin Mandy Morgan ist auch sehr berühmt. Viele wollen mit ihr trainieren. Sie hat ein eigenes Fitnessstudio und sie ist wirklich klasse. Stopp mit der Pyramide! Gleich geht's weiter. Wo ist Sabrina? She's very tough. Mandy ist echt streng und trotzdem aber lieb. Sie will nur das Beste für mich. Die meisten von uns sind wirklich richtig gut. Für mich ist Cheerleading eine Leidenschaft. Ich mache das nicht, weil ich cool sein will, sondern weil es mich wirklich glücklich macht. Ich mag die Stunts und die Akrobatik. Kiras Gruppe ist noch ein bisschen wackelig. Ihr müsst unbedingt im Takt bleiben. 1, 3, 5, 7. Bei 7 muss sie landen. Manchmal macht es mir etwas Angst, bei neuen Figuren geworfen zu werden. Aber wenn ich stürze, probiere ich es trotzdem immer wieder. Und irgendwann klappt es. Ich verletze mich nicht oft, andere schon. Aber ich eigentlich nicht so leicht. Es gab da leider ein Missverständnis in eurem Team. Das ist nicht schlimm. Ihr habt das gut gelöst. Du brauchst nur ein bisschen Selbstvertrauen. Wir sind erst am Anfang der Saison. Da klappt noch nicht alles. Entspann dich und atme durch. Wenn etwas in der Pyramide schief geht, wartest du oben einfach ab. Lass uns ein Einzeltraining für dich einplanen, dann können wir die Figur noch mal in Ruhe üben. In der Nähe von Los Angeles zu leben, ist was ganz Besonderes, weil wir hier eine ganz besondere Art zu leben haben. Wir können hier ganz viele Dinge tun, die einfach nur Spaß machen. Unser Leben ist ziemlich schnell und hektisch. Dauernd hat man was zu tun. Einkaufen gehen, jemanden treffen, essen gehen, zur Schule gehen oder Sport machen. Es ist immer was los. Aber es macht Spaß. Und es ist ziemlich voll in Los Angeles. Es gibt nicht viel Platz. Überall stehen Häuser.
Okay, these are my Squishmallows. Das sind meine Squishmallows. Das rosafarbene mag ich am liebsten. Ihr Name ist Brina. Leider passen sie nicht alle in mein Bett. Nur diese Großen dürfen ins Bett, wie die Kuh. Ihr Name ist Ronnie. Ich trage sehr gerne Ohrringe in der Schule, wie diese mit einem echten Saphir. Das ist auch mein Geburtsstein, denn ich bin im September geboren. Die Ohrringe habe ich aus Disneyland. Da ist Minnie Maus drauf, meine Lieblingsfigur. Ich finde sie wunderschön. Okay, so here und hier sind meine Medaillen, die ich beim Cheerleading gewonnen habe. Und dann ist hier eine meiner Lieblingsjacken, die ich mit meinem Team in Las Vegas für den ersten Platz bekommen habe. Nebenan wohnt mein Bruder Gabriel. Er spielt total gerne Baseball und sein ganzes Zimmer ist damit dekoriert. Wir teilen uns ein Badezimmer. So etwas nennen wir in Amerika ein Jack and Jill Zimmer. Mein Vater ist Arzt und hat seine eigene Praxis. Er ist gerne draußen und schwimmt mit uns im Pool. Meine Mutter war 12 Jahre Hausfrau und arbeitet seit kurzem wieder als Arzthelferin. Mom! Dad, könnt ihr mir helfen, die Matte darüber zu bringen? Time to practice your flips. Yeah. Okay. Get this over here. You got it? Careful. This is my tumbling mat, and I'm. Auch wenn es im Haus ein bisschen gefährlich ist, kann ich mit der Matte zu Hause meine Saltos verbessern, damit bei der Show alles klappt. Ich würde schon sagen, dass ich eine professionelle Sportlerin bin, weil ich viele coole Tricks und Saltos machen kann, ohne mich zu verletzen. Dieses Wochenende wollen wir für Halloween einkaufen gehen, um unser Haus zu dekorieren. Ich würde gerne im Vorgarten einen gruseligen Friedhof aufbauen. Let's go. Okay. Papa, wollen wir hier ein paar Grabsteine aufstellen? Ja, am besten ganz vorne, damit die Kinder sie gleich sehen können. Und wir stecken ein paar Skelette in den Boden, die mit ihren Händen dann aus dem Gras kommen. Yeah, that would be really cool. I really like Halloween here because kurz vor Halloween laufe ich gerne herum und schaue mir die dekorierten Häuser an. Wow, I see the house. I'm excited to see. Me too. Ich gehe am liebsten zu einem der gruseligsten Häuser gleich um die Ecke. Die haben tolle Gruseldekorationen. Und die sehen so echt aus. Die haben sogar einen Zombie, der aus dem Boden kommt. Die Dame im weißen Kleid sieht auch wirklich toll aus. Sie wirkt so echt. Normalerweise fahren wir immer mit dem Auto zum Cheerleading. Manchmal fährt mich meine Mutter und manchmal mein Vater. Es gibt einen richtigen Fahrplan, weil ich ja fast jeden Tag ins Training muss. Ich
Ich habe vom Klimawandel gehört und es macht mich irgendwie traurig, weil so viele Menschen in ihren Autos unterwegs sind und die Luftverschmutzung immer schlimmer wird, was schlecht für unsere Erde ist. Es sind einfach viel zu viele Autos. Vielleicht könnten die Menschen öfter mal laufen oder gemeinsam ein Auto benutzen oder mit dem Bus fahren, anstatt allein im Auto. Fahrgemeinschaften finde ich eine gute Idee. Meine Mutter ist mir sehr wichtig. Sie bringt mich ins Training und feuert mich an und findet das toll, was ich mache. Ich trainiere fast jeden Tag, außer freitags und samstags. Das Training dauert 2 bis 3 Stunden. Das Training gefällt mir. Ich muss mich nicht dazu zwingen. Ich will das einfach können, die Technik beherrschen. Es ist schon ziemlich schwer, aber nicht für mich, weil ich es schon so lange mache. Darum fällt es mir leicht und ich mache immer weiter. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem All-Star-Cheerleading, das ich mache, und dem Football-Cheerleading. Bei meinem Cheerleading gibt es eine 2-minütige Choreografie aus Stunts, Tanz und Akrobatik. Beim Football-Cheerleading feuern sie die Mannschaft an. Da gibt es keine lange Choreografie. Da wird nur angefeuert. Das letzte Gruppentraining lief nicht wirklich gut. Darum habe ich vor der nächsten Show mit Mannys Trainerteam heute noch eine Privatstunde. Es ist sehr gefährlich, aber ich vertraue meinen Teamkollegen, dass sie mich auffangen. Das Einzeltraining heute lief echt gut und ich bin schon ganz schön nervös wegen nächster Woche. Kira, was für ein Donut möchtest du? Einen mit Schokolade überzogen? Und was sollen wir deinem Bruder mitbringen? Vielleicht einen von den langen? A long one? Okay. A dozen donuts? Wir hätten gerne 12 Donuts. The best donuts are at Es ist einfach einer der besten Donutläden in L.A. Ich mag sie alle. Ich liebe diesen Shop. Hier gibt es tolle Halloween-Dekorationen, die manchmal ganz schön gruselig sind. Wir suchen Plastikgrabsteine und Zäune für den Friedhof, den wir in unserem Vorgarten aufbauen wollen. Yeah.
Okay, let's get this. Okay. Seaforms. Oh, wow, they're pretty cool. That's a mermaid. Oh, schau mal, hier gibt es sogar ein Meerjungfrauen-Skelett. Es ist ein bisschen gruselig, aber es sieht auch ziemlich cool aus. Yeah, let's go find a good place to put these. Whichever one. Genau so habe ich es mir vorgestellt, mit den Gespenstern da hinten an den Büschen. Und unser Friedhof mit den Grabsteinen sieht auch sehr cool aus, mit den Skeletthänden, die da aus dem Boden kommen. An Halloween laufen die Kinder dann von Haus zu Haus und rufen Trick or Treat und dann bekommen sie Süßigkeiten. Das ist die Halloween-Nacht. Das Wochenende jetzt ist aber auch etwas Besonderes für mich, weil sich meine Familie extra viel Zeit für unsere Cheerleading-Show nimmt. Wann gehen wir? Wir müssen gegen 3 Uhr los. Fängst du schon mal mit deinem Make-up an und ich mach dir dann die Haare? Yeah, where should we go? Wo machen wir das? Am besten in meinem Badezimmer, das ist größer. Soll ich dir mit deinem Make-up helfen? No, I think I got it. Weißt du noch, wie das mit dem Smoky Look geht? Okay, have fun. Ich mache mein Make-up gerne selbst, weil ich dann ganz anders aussehe. Ich habe den Lidschatten aufgelegt und eine funkelnde Goldfarbe aufgetragen. Und dann habe ich auch noch etwas Braun und Schwarz dazu gemacht, um unseren Look hinzubekommen. Ich tue auch ein bisschen rosa Rouge auf meine Wangen. Ich habe roten Lippenstift genommen. Jedes Jahr hat unser Team einen bestimmten Look. Und dieses Jahr haben wir den Smoky Look, der echt toll aussieht. Mama, mein Make-up ist fertig. Okay, lass uns deine Haare unten machen. Okay. Jetzt machen wir meine Haare. Das mag ich nicht so, weil es immer weh tut. Okay, Kira, flip your head over. Okay, head up. Standing fulls. Standing fulls. Or three doubles. Beherrschst du deine Figur für die Show? Ja. Oh, lucky girl. That was hard work. Das war auch harte Arbeit. What other teams are Welche Teams werden heute today? Zur Show kommen? Shadow and Neon. Oh. I love watching them practice and Oh, den schaue ich auch gerne bei der Choreografie zu. How's that feel? Wie fühlt sich das an? Good. Okay. So hold the bow for Okay, me. Also halte das. Okay, let me just spray. Ich spüre jetzt. Okay, now mach die Augen zu. Close your eyes. Okay, all done. Für mich ist die heutige Show zum Saisonauftakt sehr wichtig, weil ich dort allen zeigen kann, was ich schon die ganze Zeit übe. The
Bei uns in Kalifornien ist es wirklich oft sehr heiß und alles ist sehr trocken. Deshalb können bei uns schnell große Feuer ausbrechen. Mir macht das Angst. Als ich klein war, mussten wir sogar mal evakuiert werden, weil das Feuer so nah kam. Aber meistens brennt es nur zu bestimmten Jahreszeiten. Viele Teams, meine Trainer und eine ganze Menge Leute werden uns heute bei der Show zuschauen. Meine Familie auch. Und unsere Freunde. Sie wollen sehen, wie gut wir dieses Jahr sind. Kira, denk dran. Bleib ruhig, atme und dann schaffst du das. Wie im Training. Lasst uns noch beten. Es lief ziemlich gut. Wir waren echt gut drauf, voller Energie. Und unser Team hat gut zusammengearbeitet. Bei einigen Figuren musste ich vorsichtig sein, um die anderen dabei nicht zu verletzen. Aber wir haben das gut gemacht. Es hat heute wirklich viel Spaß gemacht. Der Pier ist ein besonderer Ort für mich. Man kann die Wellen beobachten und der Sonnenuntergang ist wunderschön. In der Zukunft würde ich beim Cheerleading gerne zu den Besten gehören. In unserem Verein ist Level 7 das höchste Level. Das möchte ich schaffen, weil die da tolle Stunts machen, die richtig cool sind. Und ich möchte nah bei meiner Familie bleiben. Sie helfen mir sehr und kümmern sich um mich, was für mich so wichtig ist.